für den Martin Fahrner, verheiratet mit Severin, habe drei erwachsene Kinder, habe selber Landwirtschaftsbetrieb mit Gemüseanbau, habe ein Agrarunternehmen, tue sehr viel mit Frucht- und Gemüsehandel, vor allem mit Schweizer Produkten. Was zeichnet dich aus? Ich bin Netzwerker, in dem Sinn ein Brückenbauer, auch in der Politik von links bis rechts. Und ich sehe eigentlich immer nur Lösungen und nicht Probleme. Mir ist wichtig, dass ich ein Tagesgeschäft hinein, auch wenn ich mit den Kunden rede, weiss, von was ich rede. Also wenn ich Aprikosen verkaufe oder Äpfel verkaufe, wie die wachsen, wo sie wachsen, wie sie aussehen und nicht einfach nur vom Bürotisch aus den Handel macht. Risiko oder Sicherheit? Als Unternehmer und als Familienmensch ist die Sicherheit sinnvoll ein wichtiger Punkt, der im Vordergrund steht. Aber die Balance zwischen Risiko und Sicherheit muss einfach stimmen. Im Leben und auch im Geschäft. Eher Traditionen oder Innovationen? Ich finde, wir haben sehr viele Traditionen, die wir aufrecht erheben sollten. Aber ich bin auch einer, der früher schaut und innovativ ist. Ich denke, da geht auch in meinen Grundsatz hier Innovation für Zukunft, in Zukunft auch investieren, aber auch mit den heutigen Traditionen sich auseinandersetzen und die auch immer pflegen und weiterleben. Ich gehe fern, wie es verlässliche Partner braucht in der Politik, die sich einsetzen für die Rahmenbedingungen von der Wirtschaft, von der Landwirtschaft und vor allem auch in der Umplanung. Ich denke, dass ich der richtige Brückenbauer bin, um das Netzwerk, das ich richtig einsetzen kann, über Parteigrenzen hinweg. Fahrner macht's, Fahrner für Bern.